Es gibt das große Thema von DevOps oder neu DevSecOps. Und das wird fundamental die Art und Weise verändern, wie Firmen entwickeln, wie die Operations und die Security verbunden werden. Dazu haben wir bei Airlog die Antwort gegeben, Micro-Gateway für die Absicherung auch von Micro-Segmenten. Und was hier wirklich speziell ist, wir sprechen mit unserem Angebot ganz bewusst die Persona des Entwicklers an. Und das ist Neuland. So ganz genau können wir das nicht beantworten, wir können nur mutmaßen. Die Beauty, sagen wir, für die User oder für die Entwickler ist ja bei einem Freemium-Angebot, sie können das auf Docker Hub sich runterladen, müssen sich weder registrieren noch eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen, sondern sie können es einfach packen, nehmen, ausprobieren. Und wir kriegen das eigentlich erst mit, wenn so ein Kunde so begeistert ist, dass er von einer Freemium-Version auf eine Premium-Version upgradet und sich dann bei uns meldet und dann auch etwas bezahlt dafür. Wir sind jetzt seit ein, zwei Monaten damit draußen und haben tatsächlich aber schon eine Handvoll zahlende Kunden gewonnen. Also ich glaube, es könnte funktionieren. Faktisch haben wir beim Freemium-Modell schon sehr viele Funktionalitäten mit eingebaut und die stellen wir zur Verfügung. In der Premium-Version gibt es noch erweiterte Security-Regeln, welche wir die letzten 20 Jahre ja Erfahrungen gesammelt haben für diese Web-Applikationen. Und selbstverständlich nicht mehr der Community-Support, sondern wenn man bei uns bezahlt und kauft, hat man den gleichen Support-Level wie die Kunden, die bei uns Airlock Secure Access Hub bereits lizenziert haben. Also es ist faktisch noch mehr Security-Regeln, ein paar Features mehr und einen professionellen Support. Die Frage ist zu beantworten wir wollen schauen, ob das, was wir uns da vorgenommen haben, ob das grundsätzlich funktioniert. Ich hoffe, dass ich Ende 2022 hier Antworten habe. Oder wenn man auf die Einnahmen schaut, dass wir sagen können, doch, das funktioniert und die Dynamik nimmt weiter zu. Wir erhoffen uns weiter, dass DevSecOps am Markt ankommt und umgesetzt wird. Das ist fast das Wichtigste. Und wenn dem so ist, dann werden wir natürlich auch über 2022 weiter investieren. Also wir haben ganz, ganz viele Ideen, wo wir weiter investieren oder wo wir uns verbessern oder erweitern können. Wir haben jetzt eine eigene Crew aufgestellt, also ein eigenes Entwicklungsteam. Wir haben auch einen eigenen Product Manager hinzugezogen, um hier möglichst professionell und mit viel Power hier voranschreiten zu können. Und ich hoffe natürlich, dass wir in einem Jahr da sind und ich sagen kann, wir haben das Team weit verdoppelt oder verdreifacht, weil es hat so gut funktioniert, dass wir hier einen substanziellen Teil unserer Einnahmen damit bestreiten können. Das wäre natürlich schön. Ja, den gibt es insofern, dass wir die Leute oder die Entwickler ermutigen, Airlock Micro Gateway auf Docker Hub sich runterzuziehen, anzuschauen, ausprobieren und uns Feedback geben über die Community-Plattform. Wir wiederum werden dieses Feedback sammeln und unsere Product Roadmap für Micro Gateway anhand dieser Feedbacks auch ausrichten. So stellen wir sicher, dass wir das bauen, was die Community und die Entwickler wirklich brauchen.